gut. Und dann müssen wir gucken, ob du irgendwas findest, was klappert. Das könnte das sein hier. Ja, ne? Aber das ist ja. Das ist ja anschleichen. Aber theoretisch hier. Ja. Ein Dings zwischen machen. Federwegsbegrenzer. Ja, ein Begrenzer, das meine ich. Manche haben wir guck mal. Die wir beim R6 angeboten haben. So. Ja. Aber ich krieg doch nicht durch, Jan. Dann krieg ich doch nicht durch. Yeah. Oder nicht? Nicht alles lübt. Nicht alles Standard. Wir brauchen auf jeden Fall eine Luftfräse gleich irgendwo oder sowas. Ja. Habe ich in der Kiste, glaube ich, ne? Ja. Fräsen wir ein bisschen raus oder wir nehmen so einen großen. Ne, der ist zu groß, ne? Obwohl, wenn der dazwischen liegt, geht das auch, ne? Warte mal. Also. Das macht ja, er so, kriegt da den Anstoff von. So, hier, so. Da zentriert er ihn ja auch mit. Geil, was? Mega. Mega, oder? Hast du vorher gesehen? Hast du das auf Kamera? Hast du das auf Kamera? Hast du das auf Kamera? Das jetzt ich zeig auch. Das nochmal auf Kamera, warte. Ich baue das nochmal zusammen, wie das klappert wie Sau, finde ich persönlich. Tut mir leid, dass ich das so sage. Deswegen muss ich das nochmal auseinanderbauen in diesem schönen BMW. So, da musst du gucken. Da siehst du das? Oh, Scheiße. Das haben wir schon zu. So. Hört man das ja? Das ist Metall auf Metall, ne? Metall oder Aluminium auf Aluminium. Oder so. Oder so. Oder Metall auf Aluminium. So, das reichen wir jetzt mal auseinander. Wir müssen den aber noch aufschrauben. Wir müssen den noch im Begrenzer einbauen. Weißt ja, wegen TÜV, ne? Weil ja immer wieder Leute fragen wegen TÜV. Da müssen Begrenzer rein. Also hier rein. Hier rein. Damit der rollbar ist bei 0 Bar. Werkzeug haben wir nicht mehr. Kleine Knarre, hast du kleine Knarre, Hauke? Kleine Knarre. Sehr schön, sehr nett, danke. Ja, läuft nicht immer alles so, ne? Einbauen und fertig, sondern muss auch mal einbauen, Probe fahren, ausbauen, Fehler beheben, wieder einbauen, testen, Probefahrt, hoffen gut ist. Oh. Aber dafür läuft es dann am Ende. Bestenfalls. Zu 99% ja. Der 1%, weißt du, wann der nicht läuft? Der 1%? Wenn das mein Auto ist. Dann läuft es nämlich nicht. Für andere immer, immer. Du gehst bei, machst das fertig, gehst bei deinem eigenen Scheiß bei, samstags, weil du keine Zeit hast. Weißt du, was dann passiert? Wer von den 4 Schrauben? Werden 3 abgerissen. Ist so. Ihr lacht, das ist so. Das ist wirklich so. Zack, Schraube weg, dann geht als nächstes los. Dann sagst du, oh, nicht so schlimm, Schraube weg, bestellst ein neues Teil. Dann gibt es das Teil nicht einzeln, gibt es nur ein neues Federbein, weil es für mich ist. Hör mir auf, schon alles gehabt. So, jetzt müssen wir hier. So, 1, 2, 3. Was haben wir gesagt, 3 oder 4? 4? Bist du sicher 4? Wirklich? 4. Muss ja auch nicht immer alles so tief sein. So. Scheiße, jetzt ist einmal professionell machen. So. Jetzt haben wir da auf jeden Fall schon mal Begrenzer eingebaut. 4 Stück, also 4 cm. Können die Höhe jetzt keinen Herzinfarkt kriegen da draußen, weil da Begrenzer drin sind. Der geht nachher trotzdem noch tief genug, weil die Hinterachse bei dem 7er BMW kann das eigentlich ganz gut. Tief. So, jetzt machen wir den Deckel wieder zu hier. So, die Grenzen sind drin. So, jetzt kommt dieser Metallring, der so klappert. Dann machen wir da einen Gummi zwischen. Deckel drauf. Deckel drauf. So.
So, jetzt haben wir ja einen Gummi eingebaut. Und wie man hört, klappert es nicht mehr. Das ist jetzt halt einfach nur noch der Anschlag vom Gummi. Weil jetzt halt das Gummi dicker ist wie der Metallring. Okay, warte, man kann es auch sehen, ja. Kannst du sehen, der ist dicker so. Und jetzt liegt das Ganze hier auf Gummi auf. Und ist. Oh, das war ich. Ist ruhig. Als Vergleich können wir ja diesen hier nochmal nur mal als Vergleich hören. Das wäre während der Fahrt. Oder war jetzt während der Fahrt. Du konntest nicht vollhalten, den Scheiß. Ja. So, und jetzt ist das schöner. 4 cm Begrenzer drin. Den schrauben wir gleich nochmal raus. Das machen wir jetzt bei dem anderen auch. Dann schmeißen wir es rein. Und dann gucken wir mal, wie tief er noch geht und machen eine Probefahrt. Hast du denn? Da. So, irgendwie um die Ecke schrauben. Was ist denn? Warum hast du eigentlich Mütze auf? So? Ist die kalt? Ja. Heizung ist zu niedrig gedreht. Heizung ist ganz ausgeschaltet. Geld sparen. Ach so. Wie früher im Krieg und so. Sind wir im Krieg? Ja. Bald wohl. Was? Wir beide. Wir beide? Da rückst du dich aber. Hast du drin oder was? So. Hier lege ich dir schon mal hin. Jetzt kann ich den da noch irgendwie hier zusammendrehen. So. Jetzt müssen wir da noch eben die Höhe neu einstellen hier, weil wir ja oben 4 cm Begrenzer eingebaut haben. Können wir jetzt hier über die Gewindeverstellung den noch ein bisschen zusammenschrauben, damit wir diese 4 cm noch ein bisschen ausgleichen können, damit das nachher auch gut aussieht. Das machen wir jetzt noch. Dann ist Hauke hoffentlich auf der anderen Seite auch so weit. Und dann können wir ab. Dann geht die Fahrt ab. So, jetzt mache ich noch eben einmal die Grundeinstellung vom Airlift-System. Eine Kalibri-Aktion oder wie es auch immer heißt. Ich mache da alles automatisch, misst jetzt einmal quasi die Drücke vorne links, rechts und dann Hinterachse. Und quasi misst er das ganze System einmal ein, dass es 100% funktioniert. Das macht er jetzt. Dann können wir das Touchpad noch ein bisschen einbauen und dann können wir eigentlich eine Profa machen. Aber so sieht das schon mal ganz gut aus. Ja. Oh. Ja, auf jeden Fall nochmal wieder zum Thema zurück. Auf jeden Fall möchte ich erstmal sagen, die Jungs außer hinter der Kamera, die sind eigentlich viel lustiger als der vor der Kamera. Die machen so komische Grimassen, muss man gucken. Hier, da steht. Ja, siehst du genau du. Jetzt kannst du dich nehmen. Ach, so, wir können hier, haben hier einen 11 Liter Tank, 11,5 Liter Tank, mit schwarz matt gepulvert, Airlift-Steuerung, 3P, ein Kompressor. Ja, das reicht für das Auto eigentlich, das funktioniert ganz gut. Man kann immer optional aufrüsten auf noch einen Tank, noch einen Kompressor, was man möchte, aber so ist eigentlich die Basis. Passt hier unten gut rein, stört keinen, man kann trotzdem Kofferraum nutzen. Ja, und funktioniert. Und jetzt geht's auf Probefahrt. Wolltest du wieder auf die Kamera oder was? Ja, oh, gut, war keine Ahnung. Oh, so. Ey, das ist ja schon ein Schiff von früher, war so ein 7,5. Ja, warte, ey. Guck mal, das ist geil, ne? Das ist ja richtig geil, der Halter ist richtig geil. Kannst du sagen, was du willst? Ja, ist fett. So, dann mal gucken, ob dein Wort geil hier. Oh, ich höre schon jetzt mal klappern. Hm? Ich höre schon nichts mehr klappern.
War das da vorher so markant, dass man kommst das... Du so, bist rausgefahren und da wir ja hier so eine super geile Pflasterung haben, nicht. Rapapapapam, so wie ihr das gehört. Was ist das denn? Ist auch besser. PDC. Geile Meile, ey. Ohne Witz. Ich will ja nicht sagen, aber das hat was gebracht. Ja, perfekt, so soll das ja auch, ne? Ich muss sagen, ich finde so einen alten BMW, gerade jetzt so 7er, also Vollhütte, das hat schon was, ne? Ich jedes Mal, ich habe ja jetzt glaube ich schon, ich glaube das ist der vierte, den wir gemacht haben. Und jedes Mal, wenn ich mit dem Ding auf Probefahrt bin, denke ich mir, da guckt man im Nach, was so ein Teil kostet, weil das so, weiß ich auch nicht, das ist schon so, ist zwar alt, aber der hat ja alles schon. Ja. Was du brauchst oder nicht brauchst. Voll geil. Wie viel Leistung hat so ein Ding? Ja, so ungefähr jetzt nicht, aber... 300 glaube ich oder sowas. Oh ja, das ist aber auch schon was, ne? Ich glaube, die gibt es auch mit 299 oder so. Aber ich will da nichts Falsches sagen. Nee. Krach macht ja gut. Ja, nee, also das ist auf jeden Fall weg. Wir können hier nochmal durch die Straße fahren. Du hast nichts mehr von hinten. Das ist geil. So, Druck haben wir auch 100%. Das ist schon... Das haben wir erledigt. Da würde ich sagen, jetzt müssen wir noch Achsvermessung machen. Und dann kann die Dekra kommen und den ganzen Kerbums eintragen. Und dann ist es fertig. Im Hauptquartier. Jetzt machen wir ihn mal auf 0 bar. Hier haben wir unsere schöne Anzeige. Hier, guck mal, schön mit Halter. Hier, zacki, butzi. 0 bar überall. So gut wie 0 bar, 0, ein bisschen. Können wir nach draußen gehen und gucken, wie er da liegt. Und dann verabschieden wir uns dann auch mit einem kleinen Pörnchen hier vorne. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Was wissen? Das ist gerade Slow-Mo. Slow-Mo ist gerade? Wollt ihr was wissen? Ganz Slow-Mo. So, wir haben hier auf jeden Fall... Stopp. Wir haben hier auf jeden Fall...